Trotz dieser Hitze sitzen wir hier weit über 30 Grad. Daheim hätten wir es 24 bis 25 Grad in der Wohnung. Aber wir sind lieber auf Achse gegangen, aus verschiedenen Gründen. Und die erfahrt ihr nach dem Intro. Bis gleich! Wir stehen jetzt hier auf einem Platz, und zwar am Kohlberg. In Kohlberg. In Kohlberg, ja genau. Es ist zwar erhoben, aber es ist nicht der Berg. Und wir haben euch diesen Platz schon mal vorgestellt, aber natürlich nicht richtig. Damals waren wir noch nicht so firm in Videos drehen, also wir bekamen ziemlich viel Schelte damals, mit Recht, denn wir haben nicht richtig vorgestellt. Na ja, dafür haben wir die Burg Hohenneuffen gezeigt. Und haben vorher zwei andere Plätze vorgestellt. Ja, aber so ist halt manchmal. Es ist immer so streng mit uns. Ja, so ist es halt manchmal. Aber deswegen haben wir gesagt, okay, wenn wir schon jetzt hier nochmal sind, dann können wir ja den Platz nochmal vorstellen. Heli hat auch schon die Drohne drüber fliegen lassen. Genau. Und dann habt ihr einen guten Überblick. Und wir sind hier nicht nur hergefahren aus lauter Jux und Dollerei. Nein. Denn wie gesagt, daheim hätten wir es eigentlich etwas kühler. Hier ist es schon extrem heiß, ja. Sondern wir erwarten jetzt dann noch Besuch. Und wer dann kommt und welche Veränderungen es dabei gibt, das erfahrt ihr auch gleich, wenn die dann da sind. Sollen wir sie so lange auf die Folter spannen? Ja, ihr müsst halt jetzt warten, es dauert nur ein paar Stunden. Ich meine, im Thumbnail sehen sie es eventuell doch, oder? Ah, okay. Okay, wir sagen es euch. Wir treffen uns hier nämlich mit Iris und Uwe von Iris und Uwes Womo-Welt. Und sie kommen nicht mit ihrem Prinzen, sie kommen mit einem anderen Fahrzeug. Jawohl. Aber mit welchem? Das verraten wir jetzt nicht. Dauert jetzt noch ungefähr so 2-3 Stunden. Aber solange halten wir es aus, da plaudern halt wir nur ein bisschen miteinander, oder? Ja, genau. Oder wir machen einen Schnitt rein. Ich würde sagen, wir machen den Schnitt. Also oder? Machen wir einen Schnitt. Also, der Wohnmobilstellplatz in Kohlberg liegt südlich von Stuttgart bei Metzingen. Metzingen ist dadurch bekannt, dass hier ein sehr, sehr großer Outlet-Center ansässig ist. Er hat allerdings keine Ver- und Entsorgungsmöglichkeit, lediglich Strom wird angeboten. So, dann will ich euch einmal zeigen, was der Platz zu bieten hat. Allzu viel ist es nicht, aber für das, dass man hier kostenlos steht, ist also auf jeden Fall schon mal eine Stromversorgung da. Was ganz neu ist, das sind die 3 Meter Beschränkung. Da ist jetzt der Platz, der ist reserviert. Da dürft ihr jetzt nicht hinfahren, da kommt Iris und Uwe hin. Da sitzt die Ursi, aber die ist auch nicht immer da, nur ab und zu. Und da hinten ist der Fußballplatz, also der scheint wohl öffentlich zugänglich zu sein, da könnt ihr mit euren Kindern hingehen. Sondern da steht noch ein Mitcamper da, also das sind 1, 2, 3, 4, 5 Plätze und da kann man sich auch so nur ein bisschen hinstellen. Schauen wir, ob da was auf der Tafel draufsteht. Ja, warum das so ist, ich weiß es nicht. Die wollen das offensichtlich nicht, dass da größere herfahren. Dann haben wir hier auch einen Abfalleimer. Also das muss ich schon sagen, das ist äußerst vorbildlich. Nicht nur schöne Gegend, auch ein schön geschotterter Stellplatz. Und dann noch ein Abfalleimer. Ist schon ein Service. Da ist also eine Infotafel. Und da steht Wohnmobilstellplatz. Ganzjährig geöffnet, gebührenfrei, Gemeinde Kohlberg. Man kann nicht meckern. Zur Entsorgung muss man halt woanders hinfahren, aber da müsste bei Neufen, da gibt es dann Stellplätze, wo man zum Entsorgen hinfahren kann. Man darf hier bis zu 14 Tage kann man stehen. Ah, das steht ja hier. Sie befinden sich auf einem Naturplatz, bitte nehmen Sie Abwasser entsprechend mit. Also für die Schweine ist es nichts, ablassen sollte die da nicht. Und man kann nach ins Neufner Tal fahren. Und da kriegt man auch Frischwasser und kann ablassen. Und die Stromversorgung, die geht mit Münzzähler, steht da. So.
Na also, und Kohlberg ist ja ein nettes Städtchen, da ist der Stadtplan. Also man kann hier schon was anfangen. Wir sind jetzt, wie gesagt, schon das zweite Mal in Kohlberg und jedes Mal hat hier die Sonne geschienen. Also kann das sein, dass es hier nie regnet? Was? Jedes Mal scheint die Sonne, wenn wir hier sind. Entweder freut sich Kohlberg an uns oder es scheint hier immer die Sonne. Bei mir das letzte Mal, da war ja, glaube ich, so um Neujahr rum. Ja, genau. Da haben wir die Sonne genossen. Aha. Aber heute ist es schon verdammt heiß. Okay. Und wie fängt denn in der Luft? Sei geübt. Ja, klasse machst du das. Und hau jetzt. Servus! Das war toller Empfang. Also, der Platz jetzt ist gerade andere noch gekommen, aber wir haben reserviert. So, wir sind sofort. Also, jetzt mir ist schon mal ein Missgeschick mit meiner neuen Drohne passiert. Hoppla. Und natürlich jetzt, wo der große Meister dabei ist. Ganz nervös war der. Wenn mir das passiert, das nächste dabei, habe ich ja schon eine Drohnenprüfung beim Uwe gemacht, gell? Ja, genau. Nach der Seite kommen, mit der Hand runter. Wenn es jetzt abhauen will, den Hebel komplett ja. Nach unten. Aber komplett nach unten ziehen. Komplett nach unten. Komplett nach unten. Halt, halt! Muss aufpassen, muss unterlassen. Nicht, dass ich dann wieder weg will. Alle Finger dran! Kein Blut! Uwe, hast mir gezeigt. Du bist mein Held, Uwe. Und meine Finger verdanke ich dir. Das ist ein paar Mal übel. Das muss sicher gehen, wenn man es braucht. Wie wir nämlich das vorletzte Mal zusammen waren nach der Corona-Epidemie, da waren wir beim Spargel essen, das heißt wir zwei, die Ossi und ich, und danach haben wir eine Drohnenprüfung gemacht, erfolgreich bestanden, und jetzt ist mir da Missgeschick passiert. Aber Ossi, sei schon, so viel Respekt habe ich von dir, ja? Uwe, was sagst du dazu? Ja, das war halt ein Missgeschick, wenn man hier gegen das Wohnmobil donnert. Aber zum Glück war es nur die Mini, die hat auch keine so große Wucht. Mit der darf man auch in der Nähe von Personen fliegen. Und sie hat es auch überlebt. Ja, und kann das jedem passieren oder nur mir? Soll jetzt ehrlich sein? Ja, natürlich. Wir haben kann hier das jedem passieren? Das spricht schon für die Wahrscheinlichkeit. Die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass es jedem passiert. Und größer, dass es mir passiert. Ja. Das Malheur mit der Drohne ist übrigens so entstanden, ich habe beim Start vergessen, die Schutzabdeckung für den Gimbal zu entfernen, und dadurch war die Drohne unkontrollierbar und ist dann, als ich sie zurückholte, gegen das Wohnmobil geflogen. Es ist auch alles gut gegangen, es gab weder Personen noch Sachschaden. So, da stehen Iris und Uwe mit ihrem Leihmobil. Ja, das sie jetzt dieses Wochenende testen wollen. Und da wollen wir jetzt auch testen, ob man da zu viert drin sitzen kann. Mhm. Und schauen wir mal, ob sie uns empfangen. Ja, also
kommt mit. Jetzt wollen wir doch mal ausprobieren, ob wir hier zu viert auch ein Gläschen Wein trinken können. Ja, das ist ja super. Wieso zu fünf? Zu sechs. Der will nicht mit rein. Der will nicht mit rein. Der will außen spielen. Nein, nein. Der spielt noch draußen. Der bringt da keinen Wein. Ja. Das ist jetzt gerade praktisch. Ja. Weil normalerweise können wir in unserem Prinz ja keinen Besuch erwarten. Ja. Mhm. Ja, das ist das Schöne, wenn man ein etwas größeres Womo fährt. Ja. Das ist ja jetzt echt toll. Soll ich da helfen? Warte, ich mach zu. Das geht doch. Okay. Der Henne kennt sich aus, was integrierte Türe angeht. Jawohl, dann den Rest schaut er bei Iris und Uwe. Nachdem die vorgenommene Pflicht, nämlich das Ausprobieren, ob man in dem Wohnmobil zu viert ein Glas Wein trinken kann, erledigt war, haben wir uns dann die Kühe vorgenommen und das war ein schöner Grillabend vor dem Gustl. Das habt ihr gesehen. Essen können wir dann allein, das wisst ihr auch, wie das geht. Diesen Abendhimmel durften wir dann noch erleben. Das sind wohlgemerkt keine verfälschten Aufnahmen. So sah der Himmel real aus. Angebrochen, nachdem es heute Nacht ziemlich abgekühlt hat. Es hat geregnet und uns tut diese Kühle jetzt richtig Gott gut. Gott sei Dank. Ja. Angenehm. Ja, angenehm, ja. Und jetzt wollen wir doch gleich mal Iris und Uwe fragen, wie sie die erste Nacht verbracht haben in ihrem voll integrierter Van. In ihrem voll integrierten Van. Getrennt. Getrennt. Oh, getrennt. Wir haben uns getrennt. Das hört sich ja jetzt gar nicht gut an. Und wir haben sie wieder zusammengeführt. Ja, genau. Wie man sieht, am Frühstückstisch. Nee, wir haben ja ein Hubbett. Und da hat die Iris getestet. Und ich habe hinten geschlafen im 1,40 Meter. Ja, war ganz okay. Ja. Mhm. Wir sind ein bisschen schräg gestanden. Wir haben gestern vergessen, die Keile runterzufahren. Aber war okay. Also wir sind genauso gestanden, uns war es nicht zu schräg. Also wir sind so, aber anderes gewohnt. Ja, also so sieht man, jeder empfindet es anders. Und ja, und jetzt wollen wir frühstücken und da dazu machen wir die Kamera aus, oder? Oh, Helle hat schon Durst. Ja, ja bitte. Zum Wohl. Also Iris und Uwe sind heute nicht mit Malibu da. Nee. Aber sie haben sich verändert, temporär. Temporär, also sie bleiben noch Malibu-Fahrer. Ja. Aber sie probieren jetzt mal diesen Kompaktline, diesen Lightweight, oder? Das ist ein Carthago i138 DB, super Lightweight. Wir testen den, weil er Van-Maße hat, die Außenmaße vom Van. Und wir möchten wissen, ob er eingefleischte Van-Fahrer überzeugen kann. Den haben wir von Carthago zur Verfügung gestellt kriegt und fand das mal eine spannende
Idee, das zu testen. Genau, und die Analyse dazu und unsere Meinung dazu, die erfahrt ihr alle beim Kanal von Iris und Uwe, denn da kommt ein Testbericht. Wir wollten euch aber nur ein Thema zeigen, was immer wieder auch für uns im Praxisalltag ärgerlich ist, und das ist die Heckgaragentüre. Unser Lieblingsthema. Und immer wird es nicht verstehen. Ja? Wir haben jetzt wieder erfahren von jemandem, der hat dann 160.000 Euro Hümer ausgeliefert bekommen mit einer 90 Grad öffnenden Heckgaragentüre. Ein Unding in meinen Augen. Ja? Und hier schauen wir uns mal den Lightweight an und wie geht da die Türe auf. Das zeigt uns jetzt mal und der Uwe. Und der Hammer ist, wir haben es geschafft, den Helle zu begeistern. Für uns ist das normal, dass die Tür mal ja, wir als Hümerfahrer, wir haben das halt nicht, dieses Glück. Ja. Wir sind aber auch keine voll integriert. Wir kennen uns da nicht aus. Wir kennen uns nicht aus, ja. Also, jetzt schau doch mal, wie toll das hier gelöst ist. So, Uwe, zeig uns mal, wie man hier Fahrräder einbauen kann. Da 90 Grad und jetzt, jawohl. Also, jetzt ist wieder Zeit, um sich zu verabschieden. Ja, wir müssen noch ein bisschen Video drehen. Eben, aber es war echt toll, dass wir uns mal wieder gesehen haben. Es ist ja doch schon wieder eine Zeit lang her. Hat uns auch gefreut seit dem letzten Corona-Ausflug. Ja, das war in Konstanz. Mhm. Ja. Ja, genau, das war letztes Jahr im Dezember. Das seid ihr auf die Mainau. Ah, genau. Ja. Das ist richtig. Also ja, schon sehr lange her. Ja. Und wir hoffen, das nächste Treffen dauert nicht so lange. Ja, ja, das hoffen wir auch. Aber ihr geht jetzt erstmal auf große Reise. Ja, das haben wir auf jeden Fall vor. Aber wir kommen ja wieder zurück. Genau. Und genau, das sagen wir euch jetzt dann gleich anschließend, was unsere nächsten Pläne sind. Ja, ja, wenn wir uns dann von wenn euch alle verabschieden. Weg sind. Ja, wenn wir weg sind. Wir wissen es ja schon. Dann. Also dann. Gute Zeit, stellt das Wohnmobil schön vor. Das machen wir. Mhm. Und euch noch viel Spaß hier auf dem wunderschönen Stellplatz. Danke sehr. Ja. Mhm. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Jawohl. Tschüss. Alles ciao. Ciao. Tschüss. Wir bleiben da dran. Sind wir wieder alleine. Ja, und jetzt wird es auch wieder richtig heiß. Das heißt, jetzt müssen wir gleich die Markise rauslassen. Mhm. Aber jetzt haben wir uns noch in die Sonne gesetzt, damit ihr auch unsere strahlenden Gesichter sehen könnt. Und wir wollen euch noch sagen, wie unsere Pläne für die Zukunft sind. Ja. Für die nahe Zukunft. Ja, ja, klar, nicht Jahre voraus. Also, wir haben jetzt Anfang August und werden am 24. August zum Caravan-Salon nach Düsseldorf fahren. Da sind wir dann auch ungefähr eine Woche. Das heißt, auf P1 stehen wir da. Und wer uns treffen will, gibt es zum Beispiel eine gute Möglichkeit am Sonntag, am 28.08. Da sind wir vorgesehen für einen Vortrag um 16.15 Uhr in der Halle 7 in der Stadterwelt. Ja, das ist ja jetzt wieder eine Herausforderung für uns. Ja, und wir wären froh, wenn ein, zwei kommen würden, dass wir nicht alleine da stehen. Ja. Und wenn ihr kommt, dann bitte nicht gleich wieder vorher weggehen. Das ist dann auch immer unangenehm, aber das regelt sich dann schon irgendwie alles. Und wenn wir dann fertig sind damit, dann planen wir und wir hoffen, dass das alles funktioniert, weil wir noch ein paar Aufgaben daheim haben, dass dann alles funktioniert, dass wir gleich im Anschluss Richtung Norwegen losfahren ja, können. Ja, wir sind schon fleißig dabei, uns kundig zu machen. Das heißt eher die OC. Ich bin eher dabei, die formalen Regeln zu erfüllen, also ja, mit der Probiz und den ganzen. Ja, genau, was man da, was geschickt ist, da ja mitzunehmen. Aber das erzählen wir dann alles, wenn wir unterwegs sind. Da haben wir genug Zeit, wir sind da lang unterwegs, also wir fahren viel, da können wir alles über alles reden. Ja, genau, also das haben wir vor. Jetzt lese ich mal halt erstmal, was es da zu sehen gibt, welche Sehenswürdigkeiten man da
sich anschauen sollte. Und ja, wir wollen mal schauen. Wir möchten auf jeden Fall ans Südkap und ans Nordkap. Das ist beides. Und natürlich Lofoten wollen wir sehen. Ja. Treustig und so weiter. Also wir haben schon einiges uns ein bisschen vorbereitet und das übliche Programm, was sonst hier keiner kennt, ja. Das wollen wir auch machen. Das ist ja auch eine Erlebnisreise für uns. Ja, genau. Wir waren beide noch nie in Norwegen. Also von daher wird es auch für uns wieder sehr spannend. Und jetzt hoffen wir, dass das Wetter, ein bisschen Regen könnte die Natur schon vertragen, aber dass das Wetter dann wieder halbwegs bleibt, dass es dann auch halbwegs in Norwegen ist. Ja? Und dass wir zum Karawansalon nicht wieder lauter Regen haben wie letztes Jahr. Da sind wir zugeschüttet worden von Regen. Ah ja, stimmt, da sind wir mal etwas nass worden. Ja, lässt sich nur anschauen. Ja, also dann würde ich sagen, wir bedanken uns fürs Zuschauen. Das war schön, also mit Iris und Uwe, das ist das Schöne an dieser YouTube-Community, dass wir immer wieder Menschen treffen, die uns kennen und dann auch mit einigen anderen YouTubern immer wieder mal im Kontakt sind. Das freut uns eigentlich und es war jetzt wieder mal ein richtig schönes Wochenende mit den beiden. Ja. Wir lernen dazu. Und ja, wir haben übrigens noch vor dem Karawansalon machen wir noch zwei Videos fertig. Und zwar zu unserer neuen Bereifung. Ganz wichtig, machen wir ein separates Video. Warum und weshalb und was. Und dann machen wir noch ein Video zu unseren Schneeketten. Und dann kommen noch zwei Gimmicks in die Heckgarage rein. Und da machen wir auch noch ein Video dazu. Alles noch vor dem Karawansalon. Also ein volles Programm. Ja. Das wird Stress. Furchtbar. Und das, wo wir doch keine Zeit haben. Ja. Also, für heute ist Schluss. Und wir danken fürs Zuschauen und wünschen euch gute Zeit. Ja. Bis bald wieder. Bis dann. Tschüss. Ciao.